Weiter geht es mit einer weiteren Folge Parking Tycoon Business Simulator. Wir machen weiter mit dem Seaside Business DLC. Wir haben hier nämlich noch einiges zu tun. Genau, wir haben zwar in den letzten Folgen schon einen recht guten Fortschritt eigentlich erzielt. Wir haben Parkplatzfläche 1 fast komplett fertig. Da fehlen hinten noch ein paar Dächer Level 3. Parkplatzfläche 2. Ja, da müssen noch die kompletten Dächer ausgetauscht werden. Da sind momentan nur Level 2 Dächer vorhanden. Da müssen noch Level 3 Dächer hin. Da hinten im modernen Parkbereich müssen wir auch noch unsere Parktürme weiter ausbauen. Wir müssen den Boden hier nochmal eine weitere Stufe verbessern. Und unser Büro kann auch noch ausgebaut werden. Außerdem fehlt noch Zaun. Das heißt, wir haben hier wirklich noch einiges zu tun. Damit wir aber jetzt einen einigermaßen guten Fortschritt in dieser Folge haben, habe ich gerade das Spiel mal so 10 Minuten, Viertelstunde laufen lassen, damit wir ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Wir haben jetzt 13.078 Geld zur Verfügung und somit können wir hier direkt weitermachen mit dem Ausbau. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir erstmal hier die Parkdächer weiter ausbauen, weil die machen schon einen ordentlichen Unterschied mit den Parkpreisen und somit verdienen wir dann auch wieder schneller Geld und ist natürlich schön, wenn immer schneller immer mehr Geld reinkommt, genau. So, deswegen gehen wir hier gerade mal an den Computer dran und dann schauen wir gerade mal nach, dass wir hier die Roof Level 3 kaufen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier, 9 geht nicht, wir nehmen einfach mal 8 Dächer mit und ich denke mal, dass wir damit dann schon mal ordentlich was anfangen können. Genau, so, ist schon mal bestellt. Mit den 8 Dächern ist die Frage, was wir da alles machen können. Ich glaube, hier hinten auf dem Parkplatz 1 fehlen noch 6 Stück sogar, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das müssten 6 Dächer hier sein, die noch fehlen. Und da drüben, wie gesagt, müssen wir noch komplett alle Dächer austauschen. Und dann, müssen wir mit den Türmen weitermachen. Und wie gesagt, Zaun fehlt auch noch hier. Boden und Büro. Büro würde ich vielleicht auch ganz zum Schluss dann upgraden oder so. Müssen wir einfach mal schauen. Wir gucken einfach mal. Wir arbeiten wieder an allen Baustellen gleichzeitig wie immer und erzielen so auch einen guten Fortschritt. So, gerade mal die Tür hier aufmachen. Auch hier das Tor mal aufmachen, damit der Lieferant hier auch reinfahren kann. Der wartet schon da draußen. Und da ist er schon. Sehr schön, dann entladen wir die ganzen Waren mal und dann mussten wir hier an das Lager dran gehen. Ich muss selber gerade erst wieder so ein bisschen auch bei dem Spiel reinkommen, muss ich zugeben, weil ich jetzt auch über eine Woche lang dieses Spiel nicht mehr aufgenommen habe. Ich hatte ja in der letzten Woche mir mal so ein bisschen freigenommen, in Anführungszeichen, habe mich mal so ein bisschen um das Drumherum gekümmert und genau. Habe da einfach mal nicht aufgenommen, bis auf eine einzige Folge hatte ich da aufgenommen in der letzten Woche. So. Jetzt muss man halt natürlich erstmal wieder nach der Pause so ein bisschen hier reinkommen, wie das alles so funktioniert hat. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. So, ich konnte eben gerade nicht alle Dächer auf einmal mitnehmen. Man kann ja immer nur eine gewisse Anzahl oder ein gewisses Gewicht mitnehmen. Und ja, mit den 4 Dächern waren wir schon belastet genug unterwegs, beziehungsweise schwer genug unterwegs. So, jetzt nehmen wir hier nochmal weitere 4 Dächer mit. Und genau. Ja, 4.190 Geld haben wir jetzt schon wieder zur Verfügung. Achso, außerdem, was wir auch noch machen könnten, wäre hier vorne den Grünstreifen dekorieren. Ein bisschen mehr verzieren. Ja, da haben wir aktuell nur so ein paar vereinzelte Blümchen oder Pflanzen reingesetzt. Und auch die Palmen, damit es da nicht ganz so leer aussieht. Da können wir auf jeden Fall auch noch weitermachen. Da haben wir auch noch was zu tun. Und genau. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig mit dem DLC. So und so. Ja, und hier sieht man den kompletten fehlenden Zaun noch. Da muss auch noch einer hin unbedingt. Wobei ich das jetzt aktuell so mit dem aktuellen Stand von dem Spiel gar nicht so schlimm finde, dass hier hinten kein Zaun ist. Hat einfach den Grund, dass die Leute, die hier randalieren wollen, einfach immer da vorne reinrennen. Habe jetzt noch nicht die Situation gehabt, dass einer von hier hinten angerannt kam, aber gut. Wir machen trotzdem hier alles ordentlich zu. So ist auf jeden Fall der Plan, weil so sieht es ja doof aus mit dieser Bruchkante, die wir da am Boden haben. Dann lieber einen ordentlichen Zaun hingestellt. Wobei man da auch sagen muss, wir haben noch nicht alles freigeschaltet. Uns fehlt noch der Level 6 Zaun. Wir sind noch Level 5. Ja, uns fehlt noch der Level 6 Zaun. Da haben wir also auch noch was, was wir austauschen könnten dann. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viele moderne Dächer haben wir hier noch? 2 Stück. Gut, dann nehmen wir hier gerade mal die 2 mit. Platzieren die gerade mal dort. Genau, und die anderen, was wir da jetzt im Inventar haben, die können wir theoretisch verkaufen, weil wir dafür keinerlei Verwendungszweck mehr haben. So ist es. Gut. Dann würde ich sagen, ach stimmt, hier hätte ich auch eine Bank hingestellt, da war ja was. Was ich aber hier irgendwie auch so ein bisschen
Ja, doof finde, wie auch bei dem normalen Spiel, ist, dass man hier hinter dem Büro so eine große Leerfläche hat und man kann es einfach nicht nutzen. Das war in dem normalen Spiel auch schon so, in der Stadt. Da war auch so eine große Leerfläche, die man einfach nicht nutzen konnte, gescheit. Und das Gleiche hat man hier jetzt auch wieder. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man noch irgendwas draus machen können. Ein kleines Kiosk noch hier hin, ein Restaurant, was weiß ich. Irgendwas, wo die Leute noch mehr oder noch länger hier bleiben. Naja, gut. Wir haben schon wieder 10.000 Geld zusammen verdient. Dann können wir da doch gerade mal weitermachen. Setzen wir da doch gerade einfach nochmal an. So. Nehmen wir uns 5 weitere Dächer mit. Und wir haben vielleicht noch ein bisschen Geld übrig für Zaun. Wobei ist halt die Frage, lohnt sich das Zaun jetzt weiter auszubauen, wenn wir dann gleich noch hier den Zaun dazu kaufen, wobei ich den halt echt schlecht finde. Also optisch finde ich ihn echt nicht schön. Ja, den hatten wir schon damals in der Stadt. Da habe ich aber auch schon gesagt gehabt, ich finde den optisch echt nicht geil. Da finde ich den viel schöner oder den hier als den da. Aber das ist der sicherste. Nehmen wir natürlich dann. Aber es lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht, da irgendwie in die Richtung zu investieren. Ich wollte aber nochmal so eine Lampe hier mitnehmen. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, vielleicht kann man die ja unter die Dächer da anbringen. Wir probieren das einfach nochmal. Ich glaube, den hatte ich noch nicht ausprobiert. Ich habe aber auch nochmal in den alten Spielstand reingeschaut, wo wir in der Stadt waren. Da habe ich bei den Dächern auch keine Lampen angebracht gehabt. Entweder habe ich da falsch jetzt geguckt oder es geht hier halt auch nicht. Wir schauen einfach nochmal. Ja, wenn es halt wirklich nicht geht, dass wir die Lampen benutzen können, auch nicht schlimm, verkaufen wir die wieder, dann haben wir das auf jeden Fall auch nochmal ausprobiert. Oh Gott, wie der einfach immer hier durch die Menschenmassen durchfährt. Das ist auch nicht so schön. Aber gut, würde er warten, bis die Menschen alle weg sind, ja, dann würde er da lange warten. So, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier 5 von den Dächern hinausgehen, können aber jetzt nicht alle mitnehmen. Ich würde jetzt einfach gerne nochmal hier diese Lampe ausprobieren, ob man die irgendwo hier vielleicht noch anbringen kann. Aber ich glaube, nee, das geht auch nicht. Anderen Vorschlag, den ihr hattet, war vielleicht im Büro anbringen. Aber im Büro haben wir ja schon Lampen hängen, da können wir die auch nicht anbringen. Ich habe fast wirklich die Befürchtung, dass man die hier nirgendwo anbringen kann in dem DLC. Gucken jetzt gerade hier bei den Türmen nochmal, ob man da irgendwo die Lampen anbringen kann, dass hier ein bisschen Licht hinkommt, aber nee. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Naja, nicht so wild. Es ist hell genug hier eigentlich nachts. Man kann die Lampen halt nicht benutzen. Ist okay. Haben wir das auch nochmal ausprobiert. Dann können wir die hier verkaufen. Dann nehmen wir uns hier, beziehungsweise ich muss ja erstmal die anderen Dächer wieder entfernen. Komm, fangen wir gerade einfach mal hier vorne an. Oh, Inventar ist voll. Ah, stimmt, da habe ich das Problem wieder. Das hatte ich damals auch in der Stadt gehabt. Upsi. Stimmt, und Schranke müssen wir auch noch eine modernere hinsetzen, dass wir uns die Pförtner einsparen können. Gibt es die hier überhaupt noch? Gab es die hier? Ja, die gab es für 10.000. Die könnte man eigentlich fast mal kaufen. Dann brauche ich nämlich da keine Angestellten mehr. Da würde ich mir auch ein bisschen Geld sparen. Stimmt, stimmt. Die könnten wir uns dann wirklich zulegen. Wir haben jetzt 10.000. Ich nehme jetzt einfach mal hier 2 weitere Dächer mit. Was wir aber jetzt gerade wirklich mal machen, ist hier, dass wir die Mitarbeiter, die, beziehungsweise ich kaufe erstmal die Schranke. Die lassen wir erstmal liefern. Und sobald die dann da ist und ich die aufbauen kann, schmeiße ich die anderen raus. Das klingt natürlich jetzt nicht ganz so freundlich und ganz so nett. Aber ja, die Technik übernimmt halt alle Arbeitsplätze. Kann man nichts machen. Da bin ich ja eh mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Ich meine, ich bin totaler Fan von irgendwie auch künstlicher Intelligenz. Ich finde das total beeindruckend, total cool. Total interessant und spannend, das Thema. Auch wie Maschinen immer besser gebaut werden oder immer krassere Dinge tun können und. Aber ich finde es halt ein bisschen schockierend, dass man halt irgendwie, ja, alle Arbeitsplätze so schnell halt verschwinden. Klar, da gibt es dann halt auch die Stimmen, die sagen, jo, ein Arbeitsplatz verschwindet, aber man braucht ja auch Leute, die dann die Maschinen warten und so weiter. Aber das macht halt auch nicht jeder oder kann jeder machen oder. Ja, das ist so ein bisschen, es ist schwierig. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Aber normalerweise müsste da die Politik schon 10 Schritte vorausdenken, weil das geht ja so schnell mit den ganzen künstlichen Intelligenzen und Maschinen voran. Ah, die müssten da eigentlich, finde ich, schon eine Lösung parat haben. Naja. Bin mal gespannt auf jeden Fall. So,
jetzt können wir den Pförtner rausschmeißen und sparen wir uns da Geld. Genau. Auto, Auto, Auto weg. So. Den brauchen wir nicht mehr. Der macht jetzt hier natürlich noch seine Schicht zu Ende, aber die Autofahrer bezahlen selber. Er muss da nicht mal mehr hinlaufen eigentlich. Hör ich da gerade was? Hey, putz! Get the hell out of here. Okay, dann können wir hier die Schranke gerade mal verkaufen. Die alte, die brauchen wir nicht mehr. Er zieht jetzt noch seine Schicht hier durch. Sein letzter Tagesverdienst heute. So, wie viele Dächer habe ich jetzt gerade noch einstecken? 3 Stück. Okay. Ja, ich finde, man sieht es halt auch immer schon oder so immer mehr halt auch in den Supermärkten. Ja. Selbst die kleinsten Supermärkte fangen irgendwie an, Kassen auszutauschen, Selbstbedienungskassen oder Selbstzahlerkassen. Finde ich einerseits cool, andererseits, klar, man hat dann immer halt so im Kopf, jo, wären die Kassen nicht da, hätten noch 2 weitere Leute vielleicht einen Arbeitsplatz oder 3 oder 4. Andererseits ist es halt auch entspannter, glaube ich, wenn man nicht an der Kasse ist. Aber wie gesagt, werden halt weniger Leute in so einem Markt gebraucht und hat alles immer Vor- und Nachteile. Alles immer Vor- und Nachteile. So, die verkaufen wir gerade mal. Gut, da haben wir schon wieder fast 10.000 Geld zur Verfügung. Krass. Das ist jetzt einfach nur mal so ein Beispiel gewesen, ja, wo es halt einen täglich auffällt, dass sich da was tut. Was ich ganz cool finde, zum Beispiel auch in dem einen Markt bei uns hier in der Gegend, da wird man sein blödes Kleingeld einfach mal los. Ja, die haben da auch so einen ganz normalen Kassenautomaten, wo du wirklich auch bis zu 1 Centstücke reinschmeißen kannst. Und ja, Katrin und ich waren da auch letztes Mal gewesen. Wir hatten so viel Kleingeld in unseren Portemonnaies drin. Wir haben das einfach alles da reingekippt. Das Ding hat dann alles durchgerattert und dann hat man mal sein Kleingeld losgekriegt quasi, ohne dass man irgendwie lang warten muss oder dass es lang gedauert hat, sondern einfach von jetzt auf gleich, zack, bumm, alles weg. Und gut, es ist eine Möglichkeit, Kleingeld loszukriegen. Geht aber halt auch nicht in jedem Markt. So, jetzt habe ich das Dach verkauft. Ich wollte eigentlich wieder zurück tun. Kann ja nicht alle mitnehmen. Also am Supermarkt mache ich das nicht gerne. Wenn ich Kleingeld habe, nicht so toll. Was ich aber gut finde, ist, die Bank, bei der ich bin, die hat wieder ein bisschen zurückgerudert. Die hatten ja mal eine Zeit lang Gebühren für verlangt, wenn man da Kleingeld irgendwie austauschen oder wechseln lässt. Und ich habe letztens gerade mal Kleingeld hingebracht, weil ich wieder so unglaublich viel hatte. Und ich wollte nicht alles bei dem einen Markt irgendwie diesen Zählautomat reinkippen. Das hätte dann vielleicht doch ein bisschen länger gedauert. Oder er wäre verstopft gewesen oder. Und dann bin ich auf die Bank gegangen, habe das umtauschen lassen und ich musste tatsächlich keine Gebühren bezahlen. Hat mich unglaublich verblüfft, verwundert. Entweder haben die zu viel Gegenwind bekommen. Jetzt habe ich hier gerade geredet und deswegen mich wenig aufs Spiel konzentriert. Entweder haben die da zu viel Gegenwind bekommen. Oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es da bei denen wieder, ohne dass man Gebühren bezahlen muss. Ich fand das auch wirklich beschissen. Da sammelst du Geld und wenn du es dann hinbringst und umtauschen lassen möchtest, musst du noch Gebühren für bezahlen. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Naja. Aber ich habe gesehen, das ist auch von Filiale zu Filiale irgendwie anscheinend unterschiedlich. Laut Internet. Naja. Ich habe auch schon gesehen, dass es so Roboter gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier in Deutschland war oder nicht, die durch den Supermarkt durchlaufen. Da kannst du denen Sachen fragen, wo finde ich das und das? Und dann führt dich dieser Roboter dahin zum Regal. Ja, auch wieder eine Person ersetzt. Früher oder später wird es halt dann auch Roboter geben, die durch den Supermarkt fahren, dann halt Regale auffüllen. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so lange dauern. Könnte ich mir denken. Irgendwie sahen wir gerade aus wie Hulk, oder? Ja, grüne Arme. Auch nicht schlecht. So, habe ich jetzt hier noch Dinge im Regal? Ich konzentriere mich gerade zu sehr aufs Reden, zu wenig aufs Spielen. Wir haben 12.300 Geld wieder zur Verfügung. Sehr nice. Dann würde ich sagen, bestellen wir nochmal ein paar Dächer. Ja, aber man merkt, das Geld kommt schon schneller wieder rein. Die Dächer machen sich auf jeden Fall bemerkbar.
Was kostet denn hier jetzt so ein Parken oder so Parken pro Stunde? 36,90. Schon ordentlich. Schon ordentlich. Ui, wir haben Level 6 erreicht. Sehr cool. Weiß jetzt nicht, wie viele Dächer ich bestellt hatte. Ich habe einfach mal ein paar mitgenommen. Haben jetzt mal 5 Stück von den anderen entfernt. Da ist auch schon die Lieferung. Bringen wir. Ich habe gerade irgendjemanden gehört. Ich glaube, da wurde jemand verprügelt. Ja, da rennt der Wachmann durch die Gegend. Der wird wahrscheinlich irgendwo Putz gemacht haben. Ja, weil hier ist momentan der eine Zaun kaputt. Ja, das ist total merkwürdig. Die Leute, die hierher kommen zum Randalieren, die wollen nur durch dieses Stück hier durch. Ist ja nicht so, dass hier Platz wäre oder so, oder da vorne kompletter Durchgang und so weiter. Die wollen durch dieses Stück. Das heißt, die tun nur versuchen, durch dieses eine Zaunstück durchzukommen. Der restliche Zaun außenrum ist Deko. Quasi. Es ist ein bisschen komisch. Ich muss den unbedingt mal reparieren, dann stehen die da wieder länger. Dann hat der Wachmann eine Chance, da irgendwas zu machen dran, wenn da jemand kommt. Aber, naja. Zaun machen wir dann. Ich finde jetzt erstmal hier, dass mehr Geld verdienen oder schneller Geld verdienen ein bisschen wichtiger. Und ich finde, es macht sich halt wirklich langsam bemerkbar. So, das ist natürlich immer doof, wenn ich die Dächer entferne, bezahlen die Leute weniger. Genau genommen 10 weniger pro Stunde. Aber das haben wir ja schnell abgeändert. Da wir ja schon wieder 10.000 zur Verfügung haben, kann ich direkt hier nochmal eine Bestellung abgeben. Ich muss halt gleich dann mal drauf achten, wie viel wir noch brauchen. Ich bestelle jetzt einfach nochmal eine Handvoll. Und dann sehen wir ja gleich, wie viel wir noch brauchen. Hatte ich jetzt hier noch was drin? Ich glaube nicht. Doch, noch 3 Stück. Die verkaufen wir gerade mal und die packen wir ins Inventar. Ich denke mal, dass das dann sogar vielleicht gleich reicht an Dächern. So, wir bringen jetzt ganz schnell wieder die Dächer da an, damit wir auch den vollen Preis wieder verlangen können fürs Parken. Ist die Bestellung auch schon da? Wir haben schon wieder 5000 Geld. Nice. Achso, ich sollte vielleicht erstmal den LKW entladen, wenn ich dann hier ans Regal geht. Okay, 4 Stück dürfen wir wieder mitnehmen. Können wir schon mal auswählen. So. Boah, mein Bauch ist gerade dermaßen am Brummeln. Ich habe vielleicht ein bisschen Hunger. Ich hoffe, man hört es in der Aufnahme nicht. Das fand ich in der Schule immer so nervig, wenn man irgendwie gerade entweder Prüfung geschrieben hat oder halt eine Klausur, eine ganz normale geschrieben hatte. Oh, wir brauchen schon gar keine weiteren mehr. Upsi. Und meistens dann hat mein Bauch so dermaßen laut gebrummelt, dass es jeder gehört hat. War immer ein bisschen unangenehm. So, wir haben dann hier alle Parkplätze mit Level 3 Dächern ausgestattet. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Dann haben wir das schon mal erledigt. Wir kriegen jetzt für alle Parkplätze 36,90 pro Stunde. Was wirklich ein extrem stolzer Preis ist. Das, ja. Ich glaube, ich würde hier nicht parken. Gut, das heißt, ich kann aber die anderen Dächer wieder verkaufen. Ach, das ist gar nicht mehr so viel. Alles klar. Gut, da haben wir aber schon wieder 10.000. Das können wir gerade mal investieren in weitere Parkplätze. Beziehungsweise, ich würde, glaube ich, einmal ein Upgrade jetzt kaufen und dann vielleicht Zaunteile. Aber dann halt schon die moderneren, neueren Zäune, die ein bisschen stabiler sind. So, jetzt gucken wir gerade erstmal. Wir hatten hier ja schon einige wenigstens einmal geupgradet. Hier fehlt noch das günstigere Upgrade. Auf die Ebene 2, dann haben wir das. Ups, nicht überfahren, danke. Komm, machen wir das hier auch gleich noch mit. Kostet 5.000, haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Parkplätze. Das ist ja schon mal gar nicht verkehrt.
Und schon wieder 3268 Geld zur Verfügung. Dann gehen wir gerade vor und ja, fangen wie gesagt an mit den Zaunteilen. Ich glaube, da hinten haben wir eh momentan nicht alle Parkplätze belegt. Also ich weiß nicht, ob der Ausbau sich so dermaßen lohnt. Wir müssen mal tagsüber, wenn es hell ist, danach schauen, wie das da aussieht. So, Sicherheit. Komm, nehmen wir einfach so viel mit. 5 Stück. Dann fangen wir hier vorne an, oder? 1, 2. Das ist dann 3, 4. Dann können wir die Zaunteile auch schon mal verkaufen. Dann haben wir schon wieder 4000 Geld. Das ist doch schön. Es geht doch langsam vorwärts. Hier ist auch meistens an der Kasse jetzt was los. In den letzten Folgen war es ja stellenweise ein bisschen schleppend, weil die Fahrzeuge hier halt lange, lange, lange stehen. Mittlerweile ist da ein bisschen mehr los halt. Dadurch, dass einfach mehr Fahrzeuge da sind, tut sich da was. Och nö. Ich höre unseren Freund gerade draußen. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig. Mach ich ab. Gerade noch geschafft. Sehr gut, sehr gut. Dann bauen wir jetzt hier wegen ihn unter anderem den Hochsicherheitszaun auf. Das hat mir gerade die Schranke auf den Kopf gehauen. Passiert. So. Also der braucht jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger, bis der dadurch den Zaun durch ist. Auch wenn hier alles offen ist. Aber er will durch den Zaun durch. Frag mich nicht, warum. Gut, ich würde jetzt aber sagen, wir haben jetzt ein bisschen in den Zaun investiert. Jetzt gehen wir wieder hinter. Gucken, dass wir da noch den einen oder anderen Turm weiter ausbauen auf die Ebene 2. Und da ja gerade die Sonne wieder aufgeht, würde ich hier vielleicht auch gerade da mal schauen, wieso die Parkplatzauslastung ist auf den Türmen. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ich meine, klar, wir haben hier so die eine oder andere Stelle ist frei. Aber ansonsten... Okay, der Turm ist jetzt noch frei. Den haben wir aber auch erst geupgradet. Da sind noch keine weiteren Autos nachgekommen. Ansonsten ist hier eigentlich doch recht gut... sind die Parkplätze recht gut belegt. Und ich glaube, die Parkplätze hier sind nicht ganz so teuer, oder? 25,70 pro Stunde. Hier 24,90. Das geht tatsächlich. Das finde ich im Vergleich zu den anderen Parkplätzen richtig angenehm. Gut. Jetzt haben wir da einen Turm geupgradet. Also wieder mehr Autos da, wieder mehr Bewegung hier auf dem Parkplatz. Das ist schon mal schön. Wir haben wieder 4000 Geld zusammen. Damit kaufen wir jetzt wieder weitere Zaunteile. Oder was kostet hier nochmal der Ausbau vom Büro? 16.000 und vom Weg hier 10.000. Okay. Gut, das ist noch eine ordentliche Summe, würde ich mal sagen. So, nehmen wir mal 6 Zaunteile mit. Dann tue ich schon mal hier ein bisschen was abreißen wieder. Bis wir damit dann fertig sind, kommt der LKW schon wieder angefahren. Was man auch machen könnte, wäre den Zaun jetzt hinten erstmal anbringen. Aber da hinten eh momentan niemand hier reinkommt. Können wir vorne erstmal ausbauen und bauen dann hinten einfach direkt den fertigen Zaun hin, den richtigen Zaun. Dann verkaufen wir den hier lieber und kriegen wieder ein bisschen Geld rein. Auch wenn wir nicht mehr ganz so viel für kriegen, wenn wir den Zaun verkaufen, aber das passt schon. So, der LKW steht schon wieder da. Okay, wir können auch nur 5 Zaunteile mitnehmen. Da haben wir noch einen auf Lager. So, mit der Schranke hier, das funktioniert super. Da haben wir, wie gesagt, jetzt auch Geld gespart. Einmal teuer investiert und dann schön Geld gespart. Oh, habe ich jetzt ein Zaunteil zu viel weg? Ah, nee, stimmt, ich habe ja ein Zaunteil noch im Lager, habe es gerade noch erwähnt. Ja, heute nicht ganz so bei der Sache wieder, wie immer. So, das nehmen wir jetzt noch mit. Schon wieder fast 3000 Geld zusammen. Ordentliche Summe. Fahren auch schon wieder 2 Autos weg. Ich finde es halt krass, wie sich das Gebiet jetzt hier wieder verändert hat. Wenn man so bedenkt, wie das hier am Anfang aussah. Überall nur Sandberge. Ja, sonst irgendwie nix. Jetzt mittlerweile hier voll die schöne Parkfläche. Mit ordentlichen Preisen. Wirklich ordentlichen Preisen. Und ja, die Türme füllen sich wirklich langsam. Das ist gut. Da kommt schon das nächste Auto wieder angefahren, was rausfährt. Und wie viel muss er bezahlen? 132, das geht ja fast noch. Der hat bestimmt hinten auf den Parktürmen gestanden.
Wie sieht's hier so aus? Warum macht der Wachmann da gerade Pause? Ach, jetzt rennt er wieder zurück. 798. Puh. Okay, er hatte aber auch da unter den teuren Dächern geparkt. Ah, 798 ist schon ordentlich. 627 ist auch ordentlich für ein bisschen Autoparken. Oh je, oh je. Ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben immer so vor den Preisen, aber man muss das Spiel halt auch irgendwie spielbar halten. Deswegen ist es schon okay. Ja, entweder müsste man dann die ganzen Produkte irgendwie oder die ganzen Sachen, die man kaufen kann, viel günstiger machen und die Parkplatzpreise reduzieren, damit es realistischer wäre. Oder man lässt es halt einfach so. Passt schon. Gut, 6.719 Geld haben wir jetzt. Ich würde jetzt gerade erstmal wieder hier hinten in so einen Turm investieren. Mehr Fahrzeuge, mehr Bewegung. Mehr Parkplätze, mehr Fahrzeuge. Da hinten, der ist auch noch auf Ebene 1. Der muss auch nochmal hochgelevelt werden. So, Computer benutzen geht gerade nicht, weil da noch jemand dran ist gerade. So, Ebene 2. Jetzt passen da 5 Autos hin. Ja, wir brauchen hier noch ganz, ganz, ganz viel Geld für die weiteren Upgrades. Eins ist noch möglich, ein Upgrade. Kostet aber jeweils 7.500. Ordentliche Summe. Ordentliche Summe. Und wie viel muss er bezahlen? Haut da gerade jemand gegen meinen Zaun? 353 geht ja noch. Boah, jetzt stand er gerade da drüben. Normalerweise prügeln die immer hier drüben. Naja, egal. Erwischt. So. Geschäft. Security. Ja, nehmen wir 7 weitere Zaunteile mit. Klingt, finde ich, gut. Dann haben wir hier vorne das schon fast fertig. Oder wird sogar fertig. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, fehlt doch noch ein Teil. Alles klar. Gut. Wie immer verkaufen wir gerade mal. Mal auch wieder ein bisschen Geld. Gut gemacht. Unsere Lieferung ist auch schon da. Können wir uns direkt die Zaunteile schnappen und bringen die an. Bevor noch irgendein Verrückter da wieder reinrennt und hier weiter randalieren zu müssen, machen wir es lieber auf die Art und Weise. So, 5 Stück. Können wir auch schon mal in die Hand nehmen. Und dann müsste unser Sicherheitsmann eigentlich eine Chance kriegen, hier für Recht und Ordnung zu sorgen auf dem Parkplatz. Hoffentlich. Achso. Lager, nicht Computer. Wollte jetzt gerade schon wieder nachbestellen. Wir haben schon wieder 5.304 Geld. Nice. Bis ich jetzt wahrscheinlich den Zaun da angebracht habe und zurück bin, haben wir wieder 10.000. Fährt auch schon wieder das nächste Auto weg von den teuren Parkplätzen. Sehr cool. Könnte man auch fast wieder in den Turm investieren gerade. Ja, was wir hier noch für Deko anbringen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Vielleicht auch wieder in die Mitte so ein Blümchen. Lampe kann ja da keine mehr hin. Wir könnten aber da nochmal so ein Bäumchen dran stellen, oder? Vielleicht da vorne auch. Auch nochmal ein paar. Oder wir tun so eine Hecke hier hin. So eine Blickdichte. Ich weiß ja nicht. Man sieht bei diesem hässlichen Zaun nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Na gut, jetzt habe ich doch wieder da hinten. Ach komm, wir upgraden da hinten erstmal. Wir laufen ein bisschen hin und her. Wir haben 8.800, jetzt haben wir schon wieder fast 10.000, also das passt. Ich tue jetzt hier ein Upgrade auf den Turm anbringen. So. Ebene 3 somit errichtet. Kapazität jetzt 7 Autos, maximales Level. Sehr cool, es wird langsam. Es wird langsam.
Aber wie krass, ich hätte eigentlich nicht mit gerechnet, dass wir in der Einfolge jetzt hier so viel Fortschritt machen. Bin ich ein bisschen überrascht. Na gut. Ich würde sagen, wir sind bei einer halben Stunde Folgenlänge angekommen, deswegen kommen wir mal so langsam zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen, gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server natürlich beitreten und wer möchte, kann auch gerne den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen, würde dem Kanal wirklich sehr weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Genau. Falls ihr selber auf, oder falls ihr auf der Suche seid gerade nach irgendwelchen Spielen, dann könnt ihr auch nochmal in die Videobeschreibung reinschauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link, führt euch zu Instant Gaming. Da könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen. Wenn ihr das über diesen Link macht, den ihr in der Videobeschreibung findet, dann könnt ihr auch gleichzeitig, oder beziehungsweise dann wird auch gleichzeitig der Kanal unterstützt. Und für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Genau, dann vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.